Nein, persönlich, klar, bin natürlich mit Lego und diesen ganzen Sachen aufgewachsen. Das ist ja so ein Kulturfall. So. Ich würde jetzt aber auch gar nicht sagen, dass das Selbermachen bei mir jetzt so sehr verankert ist, sondern ich bin ja jetzt hier als Repräsentant des Fab Labs und das Fab Lab ist ein offener Raum mit Maschinen für die digitale Produktion und es geht eigentlich zu einem Großteil bei diesem Projekt um ganz viele Sachen. Und ein wichtiger Teil ist eben, Räume zu schaffen, wo Leute wirklich Sachen machen können, wo sie gemeinsam lernen können, wo sie auch Zugang haben zu Techniken, die sie normalerweise nicht haben. Und na klar kann man sich eine kleine Stichsäge nehmen oder was auch immer, eine Laubsäge. Das wird aber dann immer auf so einem einzelnen Ding bleiben sozusagen. Und das Schöne an Fablab, ich weiß nicht, wie viele Leute kennen den Begriff Fablab? Ja, die Hälfte könnte man das nochmal ausführen. Ein kleines Drittel. Das Schöne ist eben, dass es zumindest das Potenzial hat, wirklich im Kleinen Sachen zu lernen, aber gemeinsam mit anderen. Das heißt, man ist nicht in seiner eigenen Mühle drin. Und dass es aber auch das Potenzial hat, richtig so ähnlich wie den Vermarktungsplattformen, die das jetzt ermöglichen, wirklich professionell Sachen zu machen und das eben nicht nur um rein zu verbieten. Im Fablab ist ja immer das, da hat ja eher den, das Bild nach außen, hast ja angesprochen, digital zu arbeiten, also mit einem Modell schaffen, um dann computergesteuerte Maschinen zu bedienen, also maschinenlastig, auch Fräsen, Bohren, Sägen, das klingt dann immer schon so nach einer anderen Kultur als mit Stoff zu arbeiten, mit Textil, mit einer Nähmaschine. Also ich sag mal ein bisschen platt, also eher so das, was man als Bild hat, so Männerarbeit, so Schweißen käme jetzt noch dazu und so. Und ist das, was das Fablab dann auch unterscheidet von dem? Also das ganz Wesentliche, was das Fablab auch von anderen ähnlichen Orten, also wie zum Beispiel offenen oder reinen offenen Werkstätten unterscheidet. Fablab ist auch eine offene Werkstatt, aber was man so typischerweise wahrscheinlich, also ich habe das so im Kopf, als offene Werkstatt empfindet, ist eine Fahrradwerkstatt zum Beispiel. Eine Metallwerkstatt oder eine Töpferwerkstatt. Und das Interessante ist, das ist einfach sozusagen der technischen Entwicklung geschuldet. Früher konnte man in einer Töpferwerkstatt im Wesentlichen nur töpfern. So, und in einer Metallwerkstatt konnte ich Metall bearbeiten und in einer Nähwerkstatt konnte ich eben nähen. Und das ist, damit sind auch immer Leute nur zusammengekommen, die eben das entsprechende, die entsprechende Aufgabe gerade zur Zeit hatten. Also mein Fahrrad war kaputt oder meine Tasche war zerrissen. Und das Schöne an Fablabs ist, dass dort Maschinen sind, wo ganz verschiedene Gewerke zusammenkommen. Also zum Beispiel, Paradebeispiel ist ein sogenannter Lasercutter, der schneidet mit einem Laserstrahl Materialien und da kann man Leder mitschneiden, da kann man Pappe mitschneiden, Holz mitschneiden, in etwas größer können die Dinger sogar Metall schneiden und das sehen wir eben immer, wenn wir unseren offenen Tag haben, dass da wirklich ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen und es eigentlich auch relativ ausgeglichen ist. An was arbeitest du gerade konkret? Also was ist das, was du machen willst? Im Moment bauen wir im Fablab eine Fräse zum Beispiel. Wir haben einen 3D-Drucker selber aufgebaut, den haben wir nicht selber konstruiert, aber wir haben ihn selber zusammengebaut, zum Laufen gebracht und so weiter. Und ein Aspekt von diesem Fablab ist eben auch zu sagen, okay, wir schaffen uns selber unsere Produktions- und Fertigungsmöglichkeiten und da ist jetzt als nächster Schritt erstmal eine relativ einfache computergesteuerte Fräse dabei. Um sozusagen den Maschinenpark dahin auszuweiten und aber man lernt dabei auch sehr viel. Ich frage nochmal konkreter, weil im Gespräch mit Nils Böhm, der auch im Fablab einer der Initiatoren ist, der sagte, naja, das Fablab ist ja auch ein Ort, wo man wirklich das machen kann, was man sich nicht kaufen kann, was man selber ganz individuell herstellen möchte und sagte dann nach einem Nachdenken, ich habe den Wunsch, irgendwann mal einen kleinen Kasten zu bauen für Eierkochen. Und der hat zwei Knöpfe und wenn ich ein 3,5 Minuten Ei haben möchte, dann drücke ich da drauf und dann spielt er einen 3,5 Minuten langen Song und dann weiß ich, das Ei ist fertig. Und wenn ich ein 5 Minuten Ei haben würde, dann spielt er einen 5 Minuten Song. Das gibt es noch nicht und das ist eigentlich, hat er immer so gesagt, so wäre sozusagen genau das eine Motiv,
im FabLab etwas herzustellen, was es sonst wo nicht gibt. Hast du etwas ganz Konkretes, wo du sagst, das möchte ich machen und das finde ich deswegen auch das, warum es gut ist, im FabLab zu machen? Ich habe vor einiger Zeit mal ein Forschungsprojekt gemacht, was auch in Richtung Kunst geht und Interface-Gestaltung. Da waren Teile dabei, die wir dann im Nachhinein auch nochmal auf dem Lasercutter zum Beispiel gemacht haben. Und ich würde sagen, also da bin ich ganz froh, dass es inzwischen FabLab gibt. Das heißt, für das nächste Projekt weiß ich, dass ich das mit etwas professionelleren Mitteln machen kann und vor allen Dingen aber auch da nicht ganz alleine vorstehe, sondern einen Raum habe, wo ich ganz schnell zu anderen Leuten Kontakt kriege und eben die fehlenden Skills auch kriegen kann. Und die deine Eieruhr, würde die aussehen? Oder gibt es sowas wie die Eieruhr? Etwas ganz Persönliches? Nee, also es gibt jetzt ganz persönlich. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Ventiladapter gemacht, das war Sonntag und mein Fahrrad war nicht aufgepumpt und ich hatte keine Luftpumpe und dann habe ich so einen kleinen Adapter-Design am Computer und ausgedruckt, um den auf das Fahrradventil raufzuschrauben, um dann zur Tankstelle fahren zu können. Interessanterweise hat das ganze Ding in der ersten Version 10 Minuten inklusive Drucken gebraucht. Das war schon ganz schön. Der ist auch im Internet, den könnt ihr auf Thingiverse runterladen, haben auch glaube ich schon 30 Leute gemacht.